unendlichen Weiten der amerikanischen Prärie und die dichten Urwälder Borneos streifen haarige Riesen wie Zeugen einer alten Zeit. Ein altes Lied der Lakota-Indianer erklingt. Die Erde entsteht, ein großes Volk wird geboren. Die Bisons kommen, die Bisons kommen, die ganze Welt erbebt. Bisons sind den nordamerikanischen Prärie-Indianern heilig, den Pawnees, Mandans, Cheyenne, Kiowa und vielen anderen Stämmen. Der Bison bedeutet Leben, Nahrung, Kleidung, Behausung und ist sogar Heiligtum. Er ist ihr Totem. Kein Wunder, dass die riesigen Büffel Teil der Märchen und Legenden der Prärie-Indianer geworden sind. Dies ist eine ihrer Geschichten. Vor langer, langer Zeit wurden die Indianer der großen Prärien von einer schweren Hungersnot heimgesucht. Das Land und das Gras waren vertrocknet, die Menschen drohten zu verhungern. Auch die Tiere litten. Sie mussten das Land verlassen, um Nahrung zu suchen. Viele starben. In den Tipis zündeten die Indianer ihre Pfeifen an, um die Götter anzurufen. Sie beschworen Manitou und baten um die Rückkehr der Tiere, doch ihre Bitten wurden nicht erhört. Die Hungersnot hielt an. Nur die Kräftigsten konnten ihre Zelte überhaupt noch verlassen. Die Nächte waren bitterkalt. Deshalb machte sich eine junge Squaw auf die Suche nach Feuerholz. Während sie Zweige und Äste sammelte, vernahm sie plötzlich eine Stimme. Eine Stimme, die sie nie zuvor gehört hatte. Die Stimme führte sie zu einem vertrockneten Baum. Als sie näher kam, sah sie etwas Merkwürdiges. In einer Astgabel lag ein Stein. Und dieser Stein war es, der zu ihr sprach. Die junge Squaw war sehr verwundert und bot dem Stein als Zeichen ihres Respekts eine Handvoll Tabak an. Das ist bei den Prärie-Indianern Tradition. Die Stimme hauchte wie ein leiser Wind. Bring mich zu deinem Stamm und lehre ihn dieses Lied. Bring mich zu deinem Stamm und die Bisons werden bald zurückkehren. Also nahm die junge Squaw den geheimnisvollen Stein und kehrte zu ihrem Stamm zurück. Sie war voller Hoffnung, dass der Stein ihr Volk retten würde. In einem Tipi hatten sich die Ältesten des Stammes versammelt. Die junge Frau bot dem Häuptling den Stein zweimal an, ganz wie es die Tradition vorschreibt.
Als er den Stein auf einen Bisonschädel legte, begann er feuerrot zu glühen. Und dann erklang wieder sein Lied. Mitten auf dem Stein erschien das Bild einer riesigen Bisonherde. War das ein Zeichen für die Rettung? Schon am nächsten Morgen zogen wieder Bisonherden über die endlosen Weiten der Prärie. Die Prophezeiung des alten Liedes wurde wahr. Bisons gab es einst auch in anderen Teilen der Welt. Auch in Europa, wie die uralten Höhlenmalereien in Südfrankreich beweisen. Es ist der Wisent, der europäische Bison. Während in Europa nur wenige hundert Wisente überlebten, gibt es in Nordamerika wieder größere Herden. Über 200.000 Bisons sind vom Norden Kanadas bis zum Süden der USA zu finden. Sie leben meistens in Schutzgebieten oder auf Bisonfarmen. Der Bison ist perfekt an die Landschaft und das Klima der weiten Prärien Nordamerikas angepasst. Hier, ganz in der Nähe des Yellowstone-Nationalparks, sinkt die Temperatur im Winter oft auf minus 30 Grad. Doch selbst unter einer meterdicken Schneedecke können die Bisons an das begehrte Gras gelangen. Mit ihrem riesigen Schädel schieben sie den Schnee einfach weg. Ihr dichtes Fell besteht aus 8 verschiedenen Haartypen, die zusammen einen hervorragenden Schutz gegen die Kälte bieten. Das dichte Fell der Bisons diente den Indianern Nordamerikas als Winterkleidung, die selbst tiefsten Temperaturen standhielt. Mehr noch, brach plötzlich einer der gefürchteten Schneestürme aus, dann töteten sie ein Tier, schnitten es auf, legten sich in den noch warmen Körper und warteten, bis der Sturm vorbei war. Die ersten europäischen Siedler übernahmen diese Überlebenstechnik von den Indianern. Obwohl der Winter den Tieren eigentlich nichts ausmacht, kann es doch vorkommen, dass Bisons in tiefen Schneewehen stecken bleiben. Unfähig, sich selbst zu befreien, müssen sie dann jämmerlich verhungern. Doch in der Regel gefährden selbst die härtesten Winter die Tiere nicht. Warm verpackt, warten sie geduldig auf den Frühling. Der Frühling verwandelt die nordamerikanische Prärie in ein grünes Paradies. Und zwischen Blumen und Gräsern leuchtet das zimtfarbene Fell der Bisonkälber. Die meisten Kälber werden im Mai geboren. Schon wenige Stunden nach ihrer Geburt können sie mit ihrer Herde umherziehen. In dieser Jahreszeit verlieren die erwachsenen Bisons ihr Winterfell. Es scheint sich regelrecht abzupellen. Sich im Dreck zu wälzen hilft, das dicke Fell endgültig loszuwerden. Durch das große Gewicht der Bisons entstehen regelrechte Kuhlen in der Prärie. Bei Regenfällen können hier kleine Wasserstellen entstehen. Die schweren Bisonhufe brechen sogar den härtesten Boden auf. So können die Vögel Würmer und Insekten finden. Später keimen Gräser und Blumen. Bisonkuhlen dienen manchmal auch als kühles Bett für müde Kälber. Spätestens im Juni haben alle Bisonmütter ihre Kälber auf die Welt gebracht. Von Geburt an lernen junge Bisons ihre Mutter am Geruch und an ihrer Stimme zu erkennen. Sie folgen ihr und der Herde langsam durch das grüne Meer von Gräsern.
Bisons wandern viele Kilometer pro Tag, um Wasser zu finden. Ihr Instinkt verbietet ihnen, die Wasserstelle mit ihren Ausscheidungen zu verschmutzen, wie das zum Beispiel Rinder tun würden. An der Form und Größe des Bisonhornes kann man das Alter des Tieres schätzen. Je gebogener das Horn, desto älter das Tier. Dieser riesige Büffel ist bestimmt schon 15 Jahre alt. Und dieser hier ist noch älter. Bisons können bis zu 25 Jahre alt werden. Bisons werden auch die Pioniere der Prärie genannt. Indianer folgten den Bisonpfaden über lange Strecken, nicht nur um die Tiere zu jagen. Die gut ausgetrampelten Pfade waren für sie wie Straßen, ohne Hindernisse. Die erste Eisenbahnlinie von Ost nach West folgte aus dem gleichen Grund den alten Wanderpfaden der Bisons. Um das Jahr 1700 gab es wahrscheinlich an die 70 Millionen Bisons von Kanada bis Texas. Nur 100 Jahre später waren die Bisonherden nahezu vollständig ausgerottet. Millionen von Bisons wurden regelrecht abgeschlachtet. Ihre Kadaver wurden einfach liegen gelassen und verrotteten entlang der neuen Bahnlinien. Alte Filme stellen die schießwütigen Cowboys als Helden dar, die als Pioniere in die neuen Gebiete vordrangen und damit immer mehr Einwanderern den Weg bahnten. Das Abschlachten der Bisons verfolgte einen bestimmten Zweck. Das Ziel des Gemetzels war nicht, die Bisons komplett auszurotten, sondern die Indianer zu zwingen, ihr Land aufzugeben. Ohne die Bisonherden hatten die Prärie-Indianer ihre Lebensgrundlage verloren. Es gab viele verzweifelte Versuche des Widerstandes. Doch letztlich verschwanden die Bisons und damit die große Mehrheit der Indianer und ihre uralte Lebensweise. Bisonknochen wurden nach Gewicht verkauft, für ein paar Pfennige pro Pfund als Dünger. Der endlose Nachschub von Bisonknochen machte viele Weiße zu Millionären. Als der Bison verschwand, wurden die Männer, die für das Gemetzel verantwortlich waren, sogar zu Heldenfiguren, wie General Custer oder Buffalo Bill. Die größten Bisonschlechter beschwören noch heute das Bild vom Wilden Westen herauf. Aber auch große Indianerhäuptlinge tragen den Bison in ihrem Namen, wie zum Beispiel der berühmte Sitting Bull. Chaboni, Häuptling des Potawatomi-Stammes, sagte 1827, in meiner Jugend habe ich riesige Bisonherden über die Prärie ziehen sehen, aber es gibt sie nicht mehr und die Prärien sind heute von Maisfeldern bedeckt. Den Indianern sind nur Reservate geblieben. Den Weißen gehört das ganze Land. Das Zuni-Volk in Neumexiko glaubt noch heute, dass ihre heiligen Lieder und Tänze die Büffel retten können. Dies ist so ein Bison-Tanz. Glücklicherweise existiert der Bison noch. Dank weniger Tiere, die von Indianern einst geschützt wurden. Waren es die Gebete und Lieder der alten Indianerstämme, die die Büffel vor dem Untergang bewahren? Als dieses Porträt eines Kriegers Mitte des 19. Jahrhunderts entstand, gab es in ganz Nordamerika nur noch wenige tausend Bisons. Sie sind tatsächlich zurückgekehrt. Mehr als 200.000 Bisons leben heute in Schutzgebieten, auf Farmen und Indianerland.
Der Bison und auch die Indianer lassen damit ihre großartige Vergangenheit ein Stück wieder aufleben. Die Weiden sind wieder von Bisonkuhlen übersät. Der späte Sommer ist der Beginn der Paarungszeit. Mächtige Bullen sind bereit, um die Auserwählte zu kämpfen. In dieser Zeit wird das Herumwälzen Teil des Kampfrituals. Die Männchen dringen in weibliche Herden ein und suchen nach paarungsbereiten Kühen. Der Geruchs- und Geschmackssinn der Bisons ist besonders gut ausgeprägt. Mit der Zunge schmecken die Bullen mikroskopisch kleine Duftteilchen in der Luft. Mit ihnen signalisieren die Kühe, ob sie zur Paarung bereit sind. Hat ein Bulle ein solches Weibchen gefunden, folgt er ihr tagelang. Dabei stellt er sicher, dass sie sich in der Zwischenzeit mit keinem anderen Rivalen paart. Die meiste Zeit des Jahres ziehen die Bisonherden ruhig und friedlich über die Prärie. Aber in der Paarungszeit wird es plötzlich lebendig. Die Bullen scharren wie verrückt mit den Hufen und markieren ihr Territorium mit Urin. Mehr und mehr Bullen treffen in der Herde ein. Die Spannung steigt. Die Bisonmänner versuchen immer wieder, ihre Territorien zu markieren. Scheinbar unvermeidlich beginnen die Rivalenkämpfe. Mit unglaublicher Kraft rennen die bis zu einer Tonne schweren Kolosse ineinander, mit den gewaltigen Köpfen voran. Die Hörner dienen dabei als Waffen. Männliche Bisons erreichen die Geschlechtsreife im Alter von 2 Jahren. An den Paarungskämpfen nehmen sie aber erst teil, wenn sie 5 oder 6 Jahre alt sind. Die Rivalen schütteln ihre Köpfe wie benommene Preisboxer. Der Kampf geht erst zu Ende, wenn einer der beiden Konkurrenten aufgibt und sich davon macht. Während der Paarungszeit kann ein Bisonbulle ein Fünftel seines Körpergewichts verlieren. Bei den Kämpfen sind Verwundungen häufig, nur selten kommt dagegen ein Tier zu Tode. Die Paarung selbst ist eine kurze Angelegenheit. Beobachtungen haben gezeigt, dass am Ende doch die Weibchen entscheiden, ob es überhaupt zu einer Paarung kommt oder nicht. Egal, wie wild sich die konkurrierenden Liebhaber aufgeführt haben. Wenn die Paarungszeit vorüber ist, kehrt wieder Ruhe in die Herde ein. Und mit der Geburt der Kälber im nächsten Frühling schließt sich der Kreislauf des Lebens. Die Wiederkehr der Bisons hat viele Menschen begeistert. Einige fordern, industriell oder landwirtschaftlich genutzte Flächen wieder verwildern zu lassen. So könnten Bisons wie früher ungehindert über die Prärie ziehen. Erst dann würden die Bestände weiter wachsen. Doch das ist noch schwer durchzusetzen. Indianer haben aber begonnen, Bisons wieder zu züchten. Auch die traditionelle Bisonjagd wurde wieder eingeführt. Und die Farmer, deren Vorfahren noch Millionen von Bisons abschlachteten, sind nun dabei, Rinder durch Bisons zu ersetzen. Sie sind einfacher zu züchten und geben mehr Fleisch, das auch noch bessere Preise erzielt. Die Denver Buffalo Company in Colorado betreibt ein florierendes Geschäft mit dem Bison, dem einstigen Herrscher der Prärie. Sein Fleisch wird in Designerpapier verkauft. Der Profit spielt bei der Rückkehr des Bisons eine wichtige Rolle. Way, 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 way.
Im Herbst muss es vor 200 Jahren auf den Prärien ganz ähnlich ausgesehen haben. In der Herde ist wieder Ruhe eingekehrt. Die Paarungszeit ist vorüber. Die Kälber, die im Frühjahr geboren wurden, haben ihr Gewicht bereits verdoppelt. Und das Fell der erwachsenen Tiere wird nun wieder dichter. Der nächste Winter kann kommen. In einem Reich, in dem die Zeit ohne Bedeutung ist, haben die indianischen Völker Nordamerikas ihr heiligstes Totemtier wiedergewonnen. Weit fort von hier wachen riesige Bäume über den roten Vetter des Menschen, den Orang-Utan. Die großen Wälder Borneos erheben sich aus dem Nebel wie alte Kathedralen. Inmitten dieser märchenhaften Landschaft aufragender Bäume lebt der Waldmensch. So nennen ihn die Menschen, die hier leben, die Dayak. Wer ist dieses Geschöpf? Man glaubt, seine Herkunft zu kennen. Was man nicht kennt, ist seine Zukunft. Seine Mimik, seine Gestik und seine Bewegungen wirken auf seltsame Art sehr menschlich. Menschen und Orang-Utans haben fast die gleiche Erbmasse. Ein Blick in die Augen eines Orang-Utans führt uns zurück in unsere eigene Vergangenheit. . 1712 landete der englische Kapitän Daniel Beekman in Borneo. Nach seinen Beschreibungen des Waldmenschen sind diese frühen Darstellungen des Orang-Utans entstanden. . 60 Jahre später brachte man zum ersten Mal einen Orang-Utan nach Europa. Wissenschaftler hatten ihn gefangen und ausgestopft. Während die Orang-Utans ursprünglich ganz Asien bevölkerten, findet man sie heute nur noch in Südostasien, auf den Inseln von Sumatra und Borneo. Hier scheinen die Bäume bis in den Himmel zu reichen und bilden ein dichtes Dach. Das ganze Gebiet ist von Flüssen und Bächen durchzogen. Die Heimat des Orang-Utan sieht aus wie ein Paradies. Hoch oben in den Baumwipfeln schwebt ein Orang-Utan-Weibchen mit ihrem Jungen durch den Wald. Sie nutzt ihr Körpergewicht, um die Bäume wie Pendel zum Schwingen zu bringen. Anmutig bewegt sie sich von Baum zu Baum. Sie wird ihren Griff nicht lockern, bis sie ganz sicher ist, dass der nächste Baum sie und ihr Baby tragen kann. Orang-Utans sind außergewöhnlich liebevolle Mütter. Und die Kleinen brauchen ebenso viel Zuwendung wie menschliche Babys. Doch ihr Paradies ist in Gefahr. Ihr Lebensraum wird immer mehr durch den Menschen gefährdet.
Jahr für Jahr wird mehr vom tropischen Regenwald abgeholzt und in fremde Länder verschifft. Tausende Hektar Wald werden gerodet und verbrannt. In einigen Gegenden werden die versenkten Landschaften in Palmölplantagen umgewandelt. In den vergangenen Jahren wurde ein großer Teil der ursprünglichen Heimat des Orang-Utan zerstört und es ist sehr schwer, die Verwüstung aufzuhalten. Am Rande des indonesischen Tanjung Puting Parks sieht man riesige Krater in der Landschaft. Es sind Goldminen, eine weitere Bedrohung für den Lebensraum der Orang-Utans. Der Bergbau zerklüftet das Land. Quecksilber, mit dem das Gold aus dem Erdreich gelöst wird, ist eine weitere Gefahr. Es vergiftet die Flüsse und trübt das saubere Wasser. Durch die Fäulnisprozesse absterbender Pflanzen hat es normalerweise eine schwarze Farbe. Dieser Fluss ist auf lange, lange Zeit vergiftet. Wenn die Welt überhaupt etwas über die Not der Orang-Utans erfahren hat, so ist das auch einer Frau zu verdanken, Birute Galdikas. Sie hat diesen Weg auf dem Sekonia-Fluss wohl schon mehr als 1000 Mal zurückgelegt. 1971 unternahm sie ihre erste Fahrt auf dieser Wasserstraße, um mit den Untersuchungen der Waldmenschen zu beginnen. Kurz nach ihrer Ankunft in Kalimantan, dem indonesischen Teil Borneos, nahm Professor Galdikas ihre ersten Weisen auf. Sie begann mit der Arbeit, die zu ihrer Leidenschaft werden sollte, Orang-Utans in die Wildnis zurückzuführen. Das ist Camp Leke. Birute hat es vor mehr als 30 Jahren gegründet. Aus der einfachen, verlassenen Hütte hat sich nicht nur ein wichtiges Forschungszentrum entwickelt. Das Camp ist auch die Zufluchtsstätte für Orang-Utan-Babys und der Mittelpunkt des großen Tanjung Puting Nationalparks. Die, die hier leben, sind als Waisen gekommen. Oder sie wurden als Haustiere gehalten, bis sie ihren Besitzern zu groß wurden. Wieder andere wurden von der indonesischen Regierung beschlagnahmt. Als Schmuggler versuchten sie außer Landes zu schaffen, um sie zu verkaufen. Welcher Grund auch immer, für alle wurde Camp Leke zum Asyl. Und von hier aus sollten sie wieder in die Wildnis zurückgeführt werden. Ausgewilderte Tiere, die in die Freiheit zurückgekehrt sind, statten dem Camp von Zeit zu Zeit einen Besuch ab. Wie Princess, die mit ihrem Sohn Pan ein Bad nimmt. Das hat sie den Menschen abgeguckt. Ich glaube, dass die Probleme, die wir mit den Orang-Utan-Waisenkindern haben, daher kommen, dass es einfach so viele sind. Im Moment gibt es Hunderte von Orang-Utans in Gefangenschaft. Die meisten kommen hier an und leiden unter schlechter Ernährung. Sie wurden in dunklen Käfigen gehalten, mit Stricken um ihren Hälsen und litten unter großen Gesundheitsproblemen. Es ist sehr schwierig, sie zurück in einen stabilen Gesundheitszustand und in eine normale mentale Verfassung zu bringen. Diese Kleinen werden in Quarantäne gebracht. Danach kümmert sich ein Pfleger um sie. Er bringt sie in den Wald, wo sie spielen können. Sie lernen, auf Bäume zu klettern, sich selbstständig Nahrung zu suchen und Nester zu bauen. Wenn die Orang-Utans alt genug sind, sich selbst zu versorgen, sie sind dann zwischen 7 und 8 Jahren alt, werden sie wieder in den Regenwald entlassen. Also ist das, was wir hier machen, grundsätzlich eine Art langsame Auswilderung. Dieser kleine Orang-Utan ist etwa 3 Jahre alt. Er wurde als Haustier gehalten, dann von den Ämtern beschlagnahmt und hier in die Klinik gebracht. Das Personal nennt ihn Johnny.
Die Pankalumbun-Klinik wird von der sogenannten Orang-Utan Foundation International finanziert. Mit Hilfe des Forstministeriums beginnt hier die schwierige Rückführung der Orang-Utans. Richard und Jack kommen aus Cambridge in England. Gemeinsam untersuchen sie Johnny. Erst wird sein Gesundheitszustand festgestellt, dann gibt man die ersten Impfungen. Danach werden sie einen Pfleger bestimmen, der Johnny nach einer vierwöchigen Quarantäne wie eine Ersatzmutter auf seinem Weg zurück in die Wildnis begleiten wird. Wie ein kleiner Mensch untersucht Johnny neugierig seine neue Umgebung. Und ebenso wie ein Mensch sehnt er sich nach körperlicher Zuwendung. Johnny. Princess kam schon vor 30 Jahren nach Camp Leakey. Von Birute wurde sie wie ein Mitglied ihrer eigenen Familie aufgezogen. Jetzt hat Princess selbst zwei Junge, Peter und Pan. Eigentlich leben sie schon lange in der Wildnis. Sie besuchen aber regelmäßig die vertraute Umgebung des Camps. Sie sind vorsichtiger im Umgang mit den Menschen als ihre Mutter, da sie im Wald aufgewachsen sind. Princess hat die Menschen genau beobachtet. Wenn man sie rudern sieht, versteht man, warum die eingeborenen Dayaks diese großen Affen als Menschen des Waldes bezeichnen. Im Gegensatz zu den anderen großen Affen leben die Orang-Utans nicht in Gruppen. Die Weibchen sind alleinerziehend. Sie leben nur mit ihren Kindern zusammen. Die Kleinen lernen von ihren Müttern, was man isst, wo man schläft, wie man ein Nest baut, ja sogar das Klettern in den Bäumen. So bleiben sie bei ihren Müttern, bis sie alt genug sind, um sich zu paaren. Die männlichen Orang-Utans sind riesig, doppelt so groß wie die weiblichen Tiere. Sie können in der Wildnis bis 100 Kilogramm schwer werden. Sie haben gewaltige Backenwülste und einen großen Kehlsack, den sie mit Luft füllen können. Dort entsteht ihr typisches lautes Rufen. Die Orang-Utans verbringen die meiste Zeit des Tages mit Fressen und Körperpflege. Wenn sich allerdings zwei ausgewachsene Waldmänner begegnen, kann es zu wütenden Kämpfen kommen. Manchmal gehen sie sogar tödlich aus. Eigentlich fressen Orang-Utans keine anderen Primaten. Trotzdem ist dieser kleine Nasenaffe beunruhigt. Schnell kehrt er in die sichere Nähe seiner Familie zurück. Nur die Männchen tragen die charakteristische Nase, die ihrer Art den Namen gibt. Wenn die kleinen Orang-Utans heranwachsen, beginnen sie, wie alle anderen Tiere, ihre Umgebung zu erforschen. Dabei lässt die Mutter ihr Junges aber keine Sekunde aus den Augen. Der ständige Kontakt zwischen Mutter und Jungem erzeugt eine enge Bindung, die zu den stärksten in der Tierwelt gehört. Niemals würde ein Weibchen sein Baby verlassen. Das Baby wird ungefähr 3 Jahre lang gesäugt, manchmal auch länger, wenn nicht weitere Geschwister folgen. Die älteren Kinder verbringen mehr und mehr Zeit alleine. Sie verlassen die Familie nach etwa 7 Jahren. Das friedliche Dasein der Orang-Utans wird mehr und mehr durch den Menschen gestört. Den Nasenaffen scheint es weniger auszumachen. Auf ihrer Nahrungssuche machen sie atemberaubende Sprünge quer über den Fluss. Sie sind ausgezeichnete Schwimmer und sogar Taucher.
Bei Stürzen in die unteren Zweige oder gar auf das Flussufer riskieren sie allerdings gefährliche Verletzungen. Das ganze Leben spielt sich auf dem Fluss ab. Immer mehr Menschen drängen in den Wald. Die ehemals ruhigen Wasserwege sind heute so belebt wie Autobahnen. Dieses Dorf auf dem Wasser ist ein Vorort von Pankalunbun. In dieser Stadt leben heute mehr als 250.000 Menschen. Der Tanjung Puting Nationalpark ist kaum 100 Kilometer entfernt. Wenn die Bevölkerung weiterhin so schnell wächst, kann es sein, dass in einigen Jahrzehnten Orang-Utans nur noch in den Legenden vorkommen, die die Dayaks erzählen. In Malaysia und Indonesien gibt es fantastische Geschichten über den sagenumwobenen Waldmenschen, Märchen von Begegnungen zwischen Mensch und Tier, Geschichten von Frauen, die von Orang-Utans verführt werden, und das Märchen von einem jungen Mann, der zu vollkommen war für diese Welt. Kichapi, ein junger Krieger, hat sich unsterblich in Gumilo verliebt, eine junge, wunderschöne Frau seines Stammes. Aber so sehr er sich auch bemühte, er konnte sie nicht erobern. Sie war schon einem anderen versprochen. Es gab nur einen einzigen Menschen, der ihm helfen konnte. Kichapi besuchte seine Großmutter, die über magische Kräfte verfügte. Er erzählte ihr von seiner ausweglosen Situation. Sie liebte ihren Enkel so sehr, dass sie alle Geister zu Hilfe rief, um Kichapis Wunsch zu erfüllen. Die Großmutter köchelte ein magisches Gebräu und murmelte dazu geheimnisvolle Zauberworte. Dann tauchte sie Kichapi in den Zaubertrank. Als er wieder auftauchte, war er von wunderbarer Vollkommenheit. Sofort gewann er das Herz der jungen Schönheit. Doch der Zauber war zu stark und Kichapi zu jung, um mit den gewaltigen neuen Kräften umzugehen. Die Großmutter erschrak. Sie erkannte, dass ihr Enkel in großer Gefahr war, nicht reif genug, um seine übernatürlichen Kräfte zu kontrollieren. Um ihn vor sich selbst und dem Neid seiner Mitmenschen zu schützen, musste sie etwas tun. Als er sich nachts zum Schlafen legte, wandte sie erneut ihre Zauberkräfte an. Sie hüllte ihren Enkel in ein Gewand aus langem roten Haar. Und als der Morgen graute, hatte sich Kichapi noch einmal verwandelt und verschwand im Wald. Gumilo beklagte den Verlust ihres Liebsten. Da hörte sie ein Geräusch aus dem Wald. Und direkt vor ihren Augen entdeckte sie Kichapi, der sich in einen Orang-Utan verwandelt hatte. Vielleicht haben solche Märchen dazu beigetragen, dass heute sich viele Leute in Indonesien und Malaysia für das Überleben der Orang-Utans einsetzen. So auch hier in Sepilok. Mm-hmm.
Ähnlich wie in Camp Leakey versucht man hier, Orang-Utans in die Wildnis zurückzubringen, in die sie gehören. Die Pfleger füttern sie nur mit Bananen. Sie hoffen, dass die Orang-Utans sich dann auch bald andere Früchte und Pflanzen im Wald suchen, denn irgendwann müssen sie sich alleine ernähren. Sie lernen hier, von einem Baum zum anderen zu klettern und Nester zu bauen. Das sind Fähigkeiten, die sie sonst von ihren Müttern gelernt hätten. An der Hand ihrer Ersatzmütter werden die jungen Affen in den tropischen Wald zurückgeführt. Diese Männer haben sie von klein auf geschützt und die Kleinen vertrauen ihnen. Bald werden die Waldmenschen auf sich selbst gestellt sein. Eine ungewisse Zukunft wartet auf sie. Menschen und Orang-Utans haben eine lange gemeinsame Geschichte, die für die Orang-Utans nicht sehr glücklich gewesen ist. Die Frühmenschen begannen schon vor Jahrtausenden, sie als Nahrung zu jagen. Später wurden sie von eifrigen Forschern gefangen und ausgestellt. Nun, da kaum noch welche übrig geblieben sind, versucht man, ihre wundervolle Art zu erhalten. Hoffentlich wird das gelingen.